So, lasse mich rein! Lasse mich rein! Du wirkst gesund und munter. Das sieht man gerne, Murasaki. Orkus hat dich also noch nicht behelligt. Immerhin etwas uns ist dieses Glück leider nicht vergönnt. Er scheint uns auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Mehrere Mitglieder der Familie wollen einen unheimlichen, blasshäutigen Mann gesehen haben. Und außerdem hat uns ein Dolch mit zerbrochener Klinge erreicht. Von wem er stammt, wissen wir nicht. Wohl aber, was er bedeutet. Der zerbrochene Dolch ist in der uldischen Unterwelt eine Todesdrohung. Das nächste Mal bekommst du den richtigen, mahnt er. Und zwar mitten ins Herz. Lächerlich, nicht wahr? Wer auch immer diesen Schrott geschickt hat, hat keine Ahnung, was wir alle schon durchgemacht haben. Mit sowas schüchtert man uns jedenfalls nicht ein. Das mag für dich und sicher auch für Murasaki gelten, aber nicht jeder der Lemuren kann eine Todesdrohung einfach so wegstecken. Es kann jedenfalls nicht schaden, draußen mal nach dem Rechten zu sehen und den Leuten Mut zuzusprechen. Wärst du so gut, den Kohlenstaubbahnhof zu besuchen, Murasaki? Ich kümmere mich um den Steinwurf-Slam und warte dann dort auf dich. So, jetzt kann ich nämlich. Die anderen habe ich nämlich alle schon so markiert, dass ich die nachher machen kann. Dieser selbstbewusste Gang, dieser scharfe Blick. Bist du etwa die eoseische Schnitterin, von der die Chefin erzählt hat? Um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Hab weder was gesehen, noch verspüre ich Angst. Hab immerhin mal in der galerischen Armee gedient. Ob du es glaubst oder nicht. Unter Legatus Valens, wenn du es genau wissen willst. Legatus Valens! War das nicht dieser Verrückte? Bis er mir befahl, Rekruten aus den Provinzen als lebendes Schutzschild einzusetzen, da habe ich nicht mitgespielt. Mal kurz. Und es hat mich fast den Kopf gekostet. Zum Glück konnte ich gerade so noch türmen. Wie auch immer. Auf den Schlachtfeldern zu viel gesehen, als dass zerbrochene Messer und Gruselgeschichten mir Angst machen können. Aber so ein junger Neuzugang der Familie hat die Hosen gestrichen voll, seit er diesen blassen Spinner begegnet sein will. Wo er selbst gerade steckt, kann ich dir leider nicht sagen, aber seine Frau hält sich um diese Tageszeit für gewöhnlich in verlorene Hoffnung auf. Ist ziemlich schnieke gekleidet und sticht aus der Menge heraus. Wirst sie sicherlich nicht verfehlen können. Die sieht aber echt schick aus. Huch, hast du mich erschreckt? Kann ich etwas für dich tun?
Die gute Drusilla hat dich geschickt, weil sie sich Sorgen um uns macht, dieses Goldstück. Sie kümmert sich wirklich rührend um uns, als wären wir ihr eigen Fleisch und Blut. Ich entstamme einer Adelsfamilie, musst du wissen, und habe in Galamalt ein recht wohlbehütetes Leben geführt. Trotzdem sehne ich mich nicht zurück. Neben Drusilla liegt das aber vor allem an meinem herzallerliebsten Gemahl, für den ich meine Heimat hinter mir ließ. Denn er war es, der mir die Liebe zeigte und mich zur Freiheit führte. Und die ist am Ende unbezahlbar. Deswegen aller Prunk und Reichtum der Welt nicht auf. Um ehrlich zu sein, habe ich mich hier erstmals bedroht gefühlt, als mein Liebster mir von diesem gruseligen Mann erzählte, der ihm unterwegs aufgelauert hatte. Doch jetzt, da die Familie uns hilft, ist der Schrecken schon fast wieder verflogen. Wenn du mehr über die schreckliche Begegnung wissen möchtest, solltest du mit meinem Liebsten sprechen. Ihm liegen Worte besser als mir. Du findest ihn im gegenüberliegenden Ufer des Flusses, südöstlich von hier. Bitte erlöse uns von diesem Fluch. Eine Sense? Bist du etwa der Tod höchst selbst? Gekommen in dunkelster Nacht dein Werk alsbald vollbracht, zu ernten meine Seele, auf dass ich mich aus dem Leben stehle? Ich will aber nur nicht sterben. Du komm, deine Seele gehört mir. Warte mal. Bitte verzeih. Ich bin ein Dichter mit einem leichten Hang zur Theatralik, wie man mir bisweilen vorwirft. Hinter dir! Ach nee, echt? Na gut, let's go! Denn für einer? Mein Ende, ich sah es schon kommen. Vielen Dank, edle Heldin. Du hast mir das Leben gerettet. Als Dichter greife ich für gewöhnlich nur zur Feder und nicht zum Schwerte. Ich hätte mich dieses Unholds niemals erwehren können. Mit Worten hingegen weiß ich meisterlich zu fechten. Frag den Vater meiner Liebsten, der gegen meine Liaison mit seiner Tochter war. Mit glühenden Versen zwang ich ihn in die Knie, bis er nichts mehr zu erwidern wusste. Nun ja, abgesehen von ein paar Hasstiraden vielleicht, in Galamalt waren wir fortan unerwünscht und flohen hierher nach Tanalan. Doch was tut man nicht alles für die Liebe? Oh, Galamalt ist eigentlich unser nächstes Ziel, ne? Ach, ja. Man müsste auf Twitch einfach verbieten, dass jemand einen Namen mit zu vielen Zahlen nehmen kann. Aber selbst dann finden die Bots noch ein Schlupfloch. In unserem Glück hat es wahrlich keinen Abbruch getan.
Hier genießen wir eine Freiheit, die uns in der Heimat nie zuteil geworden wäre. Hier verbietet uns niemand das Wort, geschweige denn unsere Gefühle. Doch sag, meine holde Retterin. Das ist auch eine schicke Sense. Die sieht sogar der Sense von Ruby schon ein bisschen ähnlicher. Die in Rot? Sag, meine holde Retterin, aus welchem Grund kamst du zu mir? Es geht um jenen blassen Mann, der wie aus heiterem Himmel kam, als dichtend ich durch die Lande strich mit blutroten Augen, beobachtend mich? Es war gewiss zum Fürchten, seine dunklen Gewänder, die blassbleichen Haut, sein stechender Blick, wie hat's mich gegraut. Doch Glück, ehe ich mich versah, da war er schon nicht mehr da. Vermutlich war ich zu sorglos, die jüngsten Ereignisse haben jedenfalls gezeigt, dass es momentan zu gefährlich ist, hier draußen in der Wildnis nach Inspiration zu suchen. Ich werde sofort nach verlorener Hoffnung eilen und nicht mehr von der Seite meiner Liebsten weichen. Gehab dich wohl, meine Retterin. Maximale Flughöhe erreicht am Arsch. Das ist auf jeden Fall kein Land, wo man drüber Ich fand die Anfangsgegenden irgendwie so trist und öde. Deswegen freue ich mich über jedes Add-on, was da so ein bisschen Farbe reinbringt und so. Ich weiß nicht, der Wald war nicht so prickelnd und man hat auch nach einer Zeit halt alles gesehen. Die Gebiete, je weiter man halt in Tanaland sieht aus wie, sieht halt alles gleich aus in Tanaland. Und deswegen auch die einfallslosen Namen Ost-Tanalan, Süd-Tanalan. Das ist einfach großes Tanalan und so. Sehr gut, du bist zurück. Was hast du rausgefunden? Ein weiterer Angriff? Der Schreck sitzt sicher tief, aber zum Glück ist niemand etwas passiert. Gute Arbeit, Murasaki. Sei ehrlich, Murasaki, welchen Eindruck hast du von uns nun von unserer Familie? Ausgefallen, hm? Das hast du nett formuliert, denn gerade mal sind wir jedenfalls alle auf unsere eigene Art aus der Reihe getanzt oder angeeckt und mussten schließlich die Flucht ergreifen. Wenn manche das auch gerne anders sehen, wir sind nun mal keine Insekten. Sie erfüllen ihre Rolle instinktiv, egal ob Königin, Soldat oder Arbeiter. Sie handeln frei von Zweifeln, stets zum Wohle des Schwarms. Bei uns ist das anders. Wir mögen als Kinder von Bauern, Soldaten oder Adligen auf die Welt kommen, doch manchen steht der Sinn nach anderem. Und Zusammenhalt entsteht bei uns nicht instinktiv. Dafür braucht es einen Überbau, ein gemeinsames Ziel. Es kann aus dem Glauben erwachsen oder aus Ideologien, aus Gesetzen natürlich auch. Das alles sind Dinge, die man nicht fassen kann, aber die unser Handeln bündeln. Bei uns im Kaiserreich war es die Idee eines gemeinsamen Schicksals,
Der Wunsch, die vor 800 Jahren verlorene Heimat Locus Amoenus zurückzuerobern. Kaiser Solus machte sich diesen Traum zunutze, mobilisierte so die Massen und erreichte sein Ziel. Doch mit der Rückeroberung endete es nicht. Zu stark war die Verlockung des Triumphs. Solus begann einen Feldzug, um die ganze Welt von den Vorzügen seiner Magitech zu überzeugen und in seiner Ansicht nach primitiven Glauben der wilden Stämme auszurotten. Unzählige Leben wurden im Namen seiner Vision geopfert und ein ganzer Kontinent unterjocht. Seinen Erfolg zweifle ich nicht an, doch am Ende bleibt ein Traum ein Traum. Diejenigen, die ihre Augen öffnen, erkennen, dass er substanzlos ist und weder Wahrheit noch Recht birgt. Mein Großvater Rullus war einer von ihnen. Er war das damalige Oberhaupt unserer Familie und galt als stärkster Schnitter in unserer langen Linie. Wir Schnitter hatten es stets als unsere Pflicht erachtet, unseren unterdrückten Landsleuten zu helfen. Doch mit einem Mal waren wir selbst die Unterdrücker. Mein Großvater sah nur einen Weg aus dem Dilemma, ein Attentat auf Solus Sos Galvus. Vor 20 Jahren drang er in den Kaiserpalast ein, um ihn zu töten. Doch als er zurückkehrte, war Solus doch immer quicklebendig. Mein Großvater hingegen wirkte fahrig und sein Haar, einst kräftig schwarz, war über Nacht schlohweiß geworden. Was genau im Kaiserpalast widerfahren war, hat er uns nie verraten. Nur eines murmelte er immer wieder vor sich hin. Dies kann nicht die Kraft eines Sterblichen sein. Beschämt von seiner Niederlage versucht mein Großvater auf Gedeih und Verderb stärker zu werden. Wie besessen forderte er seinen Avatar auf, mehr und mehr Kraft freizusetzen. Es kam, wie es kommen musste. Der Avatar wurde so mächtig, dass mein Großvater die Kontrolle verlor und von ihm eingenommen wurde. Orkus war geboren. In einem grausamen Blutrausch metzelte er Nichtsgesandte, meine ganze Familie. Metzelte der Nichtsgesandte meine ganze Familie nieder, mich eingeschlossen. Noch heute spüre ich, wie er seine Zähne in mich grub, um meine Seele zu verschlingen. Warum ich dann jetzt vor dir stehe, fragst du dich? Weil mein Avatar sich für mich geopfert hat. Er war es, der den Orkus sich statt meiner Seele einverleibte. Man könnte das als eine glückliche Fügung des Schicksals betrachten. Doch mir blieb keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich floh so schnell ich konnte. Der Kaiser war schließlich nicht für seine Nachsicht bekannt. Insbesondere gegenüber solchen, die ihm nach dem Leben trachteten. Früher oder später hätte man mich als Rullus Enkelin ausgemacht und verfolgt. Meine Flucht führte mich schließlich nach Eorzea, wo ich Gleichgesinnte fand, die ebenfalls aus dem Abraum galäischer Allmachtsfantasien erwacht waren. Zusammen gründeten wir die Lemuren. Unsere neue Familie, wir leiteten den Namen von dem Wort für Geister der Toten in unserer Heimatsprache ab. Schließlich sind auch wir auf eine gewisse Weise einmal gestorben und haben hier ein neues Leben begonnen. Aber genug Erzählerei. Wir haben getan, wofür wir hier draußen waren. Also lass uns zu den anderen zurückkehren. So, also müssen wir jetzt als nächstes Orkus vernichten, ne? Das ist immer noch nicht das Ende dieser Storyline. Also dieser Quest.
Denn die ist nicht grün. Gegner. Triple Triad. Und Murasaki, willst du ins Hauptquartier? Willkommen zurück. Wie war die Stimmung da draußen? Die meisten haben Angst, aber Opfer gibt es jetzt, gibt es bis jetzt. Zum Glück keine zu beklagen. Orkus hat zwar abermals einen seiner Diener geschickt, doch Murasaki konnte ihn unschädlich machen. Respekt, Respekt, wer hätte gedacht, dass sie die Schnitterkünste so schnell zu beherrschen lernt? Mit euch beiden an unserer Seite brauchen wir uns vor diesem Orkus jedenfalls nicht zu fürchten. Das will ich doch schwer hoffen, obwohl es natürlich gerade Furcht ist, die Orkus sehen will. Bei unserem letzten Aufeinandertreffen hat er verkündet, dass er die Seele von Murasaki erst verschlingen will, wenn sie von Angst und Wut trieft. Und ich fürchte, ich weiß auch, wie er es versuchen wird, diese Gefühle in ihr hervorzurufen, nämlich indem er... dich als Druckmittel benutzt, ganz recht, Drusilla! Versuche es gar nicht erst, du bist so wie mir sowieso nicht gewachsen. Nicht ohne deinen Avatar. Ein Jammer, dass du ihn verloren hast, nicht wahr? Wirklich ein Jammer. Denkt nicht einmal daran. Eine falsche Bewegung und ich schlitze ihr die Kehle auf. Ja, schön. Schön, ich spüre deine Wut. Ich spüre deine Verzweiflung. Du hast Angst, deine Freundin zu verlieren. Angst, dass dies ihr letzter Atemzug sein könnte. Oh ja, ich habe mit Absicht gewartet. Es war nicht leicht, doch es hat sich gelohnt, denn eure Freundschaft ist gewachsen. Jetzt kennst du ihre tragische Geschichte, die törichte Ideale, für die sie kämpft, und du wirst sie nicht im Stich lassen können. Doch vielleicht sollte ich noch etwas länger warten. Dann kann ich das Aroma deines Hasses vollkommen entfalten, der Geschmack deines Schmerzes zur Vollendung gelangen. Ja. Drusilla wird mir sicher noch gute Dienste leisten. Mit ihren Qualen und ihrem Elend will ich mir die Zeit vertreiben. Ein wonniger Ausblick. Für wahr. Und während ich meinen Spaß mit dir habe, wird deine Seele auf dem Acker des Zorns gedeihen, genährt von den Wassern der Furcht. Dein Festmahl will ausreichend garen, oh ja. Erst wenn du außen schön knusprig und innen schön zart bist, will ich wiederkehren. Niemand außer mir soll sich an dir laben.
Er will Murasaki vernaschen, dass du. Ich glaube, es geht los. Ich muss sagen, die Musik ist mega gut. War doch klar, dass jetzt noch was passiert. Bei Hermann gebe ich nämlich die Mission jetzt ab. Verfluchter Mist! Dieser dreckige Bastard in sämtlichen Höllen soll er schmoren! Ganz ruhig. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren, Hermann. Wer will meine Wut, kriegt da nicht. Entschuldige, ich weiß, dass Wut uns jetzt nicht weiterbringt, aber gemeinsam mit den anderen Lemuren werde ich versuchen herauszufinden, wo er Drusilla gefangen hält. Bereite du dich auf den Kampf mit diesem Widerling vor. Wenn er die Wahrheit gesprochen hat und Drusilla ihm ohne ihren Avatar nichts anhaben kann, dann solltest du im Umkehrschluss eine Chance haben, ihn zu besiegen. Gemeinsam schaffen wir das. Wir holen die Chefin da raus. Ich frag mich immer noch, wann diese Rollenaufträge kommen. Oder ob die schon da sind? Nee, ich habe bis jetzt hier keine gesehen.